Unter dem Motto Spielfreude für alle ist am vergangenen Wochenende ein ganz besonderes Fußballfest gefeiert worden. Beim Spielerpass Cup in St. Pölten haben mehr als 250 Fußballerinnen und Fußballer mit Behinderung gezeigt, was sie können. In die ungewohnte Rolle des Schiedsrichters sind dabei einige Prominente geschlüpft. Einlaufen, gefeiert werden und Tore schießen wie die großen Stars. Der Spielerpass Cup macht's möglich. Mehr als 20 Teams aus 5 Bundesländern feiern ein Fußballfest für alle. Neu bei der 6. Auflage ist der Kids Cup für Kinder mit Behinderung. Man sieht heute, wir verbinden Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderungen, Männer und Frauen und alles mit der Kraft des Fußballs. Und das ist eigentlich das Schöne, was dieses Turnier so einzigartig macht. Die Begeisterung auf und neben dem Platz ist so groß, dass sie sogar auf so manchen Schiedsrichter überschwappt. Das ist Wahnsinn. Also so eine Veranstaltung tut wirklich jedem gut, der herkommt. Es ist so lebensbejahend, es ist so fantastisch, es ist emotional, es ist sportlich. Es ist jeder hier mit extrem viel Begeisterung dabei. Abseits vom Platz, am Platz, ob sie gewinnen, ob sie verlieren. Und das ist einfach das Schöne beim Spielerpass Cup. Es geht um das Zusammensein. Zusammensein bedeutet am Ende auch zusammen feiern, ob mit Pokal oder ohne.